Willkommen zurück beim Goldpriester. Heute gibt es mal ein komplett anderes Video. Und zwar habe ich heute mal eine Top 10 von den besten Shootern für 2022 erstellt. Was man jetzt vorweg noch sagen muss, das sind jetzt wirklich noch Shooter, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und das Ganze bezieht sich, wie schon gesagt, nur auf 2022. Kleiner Einschub, bevor wir gleich mit dem Video voll durchstarten. Denkt daran, auch das Video zu bewerten. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Okay, jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen jetzt in umgekehrter Reihenfolge und das Ganze fängt jetzt mit Redfall an. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Open-World-Adventure-Action-Shooter, der sowohl im Einzelspieler als auch im Koop-Modus gespielt werden kann. Bei diesem Spiel könnt ihr zwischen 4 spielbaren Charakteren wählen. Und zwar hat jetzt hier jeder einen einzigartigen Hintergrund und Fähigkeit. Ihr spielt dabei sowohl gegen Vampire, aber auch gegen menschliche Spieler. Ihr spielt in der namensgebenden Inselstadt Redfall in Massachusetts. Und dort ist ein Experiment gescheitert und da ist jetzt eine Riesenhorde von Vampiren in die Stadt eingefallen. Und das ist dann letztendlich auch der Spielplatz, wo ihr sozusagen das Spiel spielt. Das Interessante an diesem Spiel ist, dass es auf der Unreal Engine 5 basiert und der voraussichtliche Release soll dann in diesem Sommer 2022 sein. Der Hauptgrund, wieso das, sage ich mal, etwas schlechter als die anderen Spiele gerankt ist, dass es halt noch kein richtiges Gameplay gibt, sondern nur diese CGI-Animation. Um jetzt mal ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, worum es halt geht oder die Atmosphäre wiederzuspiegeln, schauen wir mal ganz kurz rein und dann geht's zum nächsten Spiel. Jetzt kommen wir zu Platz 9 und zwar darauf befindet sich Shadow Warrior 3. Das ist ein Singleplayer-FPS-Shooter, der eine Mischung aus Serious Sam und Quake 3 Arena ist. In diesem rasanten Shooter habt ihr extrem krasse Nahkampfwaffen, ihr seid frei beweglich und das Ganze passiert dabei auf der Unreal Engine 4. Dadurch, dass es bereits schon einen ersten und einen zweiten Teil gibt, gehe ich mal davon aus, dass die uns jetzt hier keinen Müll präsentieren werden. Das Spiel wird jetzt Anfang März veröffentlicht. Um jetzt nochmal ein bisschen besseren Eindruck von dem Spiel zu bekommen, habe ich jetzt hier mal ein paar Gameplay-Szenen zusammengeschnitten und dann geht's zum nächsten Platz. Jetzt geht es weiter mit Platz 8 und zwar darauf befindet sich Witchfire. Das unabhängige Programmierstudio The Astronauts aus Polen hat das Spiel jetzt bereits für den 4. Quartal 2022 angekündigt. Dadurch, dass das Spiel jetzt schon eine längere Zeit in Entwicklung ist und durch Corona mehrfach verschoben wurde, gehe ich mal davon aus, dass es auf jeden Fall ganz interessant wird. Und man muss noch dazu sagen, wenn man sich hier die Grafik mal ganz genau anschaut, kann man mal davon ausgehen, dass das auch auf älteren PCs noch laufen wird. Witchfire kann übrigens nur über den Singleplayer gespielt werden, also ihr könnt da nicht mit euren Freunden zusammenspielen. Und es ist ein geschicklichkeitsbasierender Ego-Shooter, ne? Weiter geht's jetzt mit Platz 7 und zwar darauf befindet sich Starfield von Bethesda Game Studio. In diesem Next-Gen-RPG vom preisgekrönten Macher der Elder Scrolls-Serie und Fallout 4 reißen sie zu den Sternen. Die Frage ist jetzt die, wie wollen sie das komplette Spiel erstmal umsetzen? Es gibt bisher nur Alpha-Footage. Und was ist jetzt hier das genaue Ziel, beziehungsweise wie wird das Gameplay dann im Endeffekt ausschauen? Also ich habe da wie gesagt noch meine Fragen, weil es sieht erstmal gut aus, aber ihr wisst ja, wie das mit den ganzen Trailern ist. Im Endeffekt kann man trotzdem noch nicht hundertprozentig abschätzen, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Deswegen bin ich bisher nur leicht gehypt. Der Release-Termin soll übrigens der 11.11.2022 sein und ihr könnt das Spiel nur im Singleplayer spielen. To discover what's out there. Jetzt kommen wir zu Platz 6 und zwar darauf befindet sich Warhammer 40k Dark Tide. Wenn man jetzt das erste Mal diesen Trailer sieht, da könnte man erstmal denken, was ist das denn jetzt? Aber das muss man einfach einmal auf sich wirken lassen. In diesem Abenteuershooter kämpft ihr mit bis zu 4 Leuten gemeinsam oder ihr könnt das natürlich auch im Singleplayer komplett alleine spielen. Euch stehen verschiedenste Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung. Dazu zählt zum Beispiel ein Kettenschwert oder ihr könnt auch eine Kugel abfeuern, wenn ihr zum Beispiel eine Lasergun verwendet. Das Entwicklerstudio heißt übrigens Fat Shark und der Release soll noch im Frühling 2022 sein. I'll know more when they make it back. Als nächstes geht es weiter mit Platz 5 und zwar darauf befindet sich Ghostwire Tokyo.
Und das habe ich jetzt erst kürzlich gefunden. Und der Release soll bereits schon im März 2022 sein. Doch worum geht es jetzt darin? Und zwar beginnt das Ganze mit einem Nebel, danach verschwinden die Einwohner bzw. es tauchen dann komische Geisterwesen auf. Und ihr habt besondere elementare Fähigkeiten, mit denen ihr das Ganze dann entdeckt und auch diese komischen Geister bzw. diese Dämonen dort bekämpfen könnt. Für mich macht das erstmal einen sehr guten Ersteindruck. Leider könnt ihr jetzt nur im Singleplayer spielen, also wenn ihr jetzt mit euren Freunden gemeinsam spielen wollt, das funktioniert leider nicht. Jetzt kommt das Oberkrasse, und zwar ihr habt dort einen Skill, damit könnt ihr euch auf die Hochhäuser ziehen, das ist wie so ein Seil. Dann habt ihr sogar einen Skillbaum, ne, das ist auch schon sehr interessant. Dann gibt es dort scheinbar jetzt so verschiedene Tore, die mit diesen Dämonen eröffnet wurden. Das sind diese komischen Tore, die ihr jetzt im Hintergrund seht. Und scheinbar geht es darum, dass ihr die schließt oder von der Stadt verbannt, dass diese Dämonen dort keinen Zugang mehr haben. Ihr merkt schon, ich bin wirklich von dem Spiel überzeugt. Es gibt sogar einen Bereich, da wird Raum und Zeit miteinander verschmolzen. Das zeige ich euch jetzt. Und dann gibt es noch ein bisschen Gameplay, dass ihr mal ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel bekommt. Und dann gehen wir zum nächsten. Throughout Tokyo, you'll discover strange distortions in reality known as Utena spaces, where time and space themselves cannot be trusted. And the only way to complete your mission is to power through them. In Ghostwire Tokyo, you'll harness an arsenal of powerful abilities through a mystic art known as ethereal weaving. Channeling raw ether, such as wind, fire, and water. As the story unfolds, you'll learn to upgrade and master these abilities based on your play style. As you progress, your powers will grow, and with many enemy archetypes to fight, you'll need to evolve your abilities and strategies to take on these supernatural threats. Explore the city, and you'll also find other tools and weapons, like these talismans, to expand your combat options. Jetzt geht's schon weiter mit Platz 4. Und da befindet sich jetzt Stalker 2, Herz von Tschernobyl drauf. Und das soll ja bereits schon im Dezember 2022 released werden. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder verschoben wird, weil das gibt ja einige Verschiebungen aktuell, sodass wir uns dann darauf freuen können. Doch was ist jetzt der Inhalt? Und zwar, ich spiele direkt in Tschernobyl in der Sperrzone. Und da müsst ihr jetzt verschiedenste Rätsel lösen. Also es ist jetzt nicht nur ein Shooter, sondern teilweise auch mit Horrorelementen. Ihr habt insgesamt über 30 Waffen, die euch zur Verfügung stehen und einige Modifikationen. Da muss man unbedingt noch dazu sagen, das ist wirklich nur ein Singleplayer, also ihr könnt da nicht mit Freunden im Koop-Modus zusammenspielen, was ich wirklich ein bisschen schade finde. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. Jetzt kommt schon Platz 3, und zwar, da befindet sich Scorn drauf. Es handelt sich dabei um einen Survival-First-Person-Shooter aus Serbien, was auf der Unreal Engine 4 basiert. Also wenn man das Spiel jetzt mit ganz kurzen Worten beschreiben sollte, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Doom und Prometheus. Das Spiel hat sich übrigens von Hans-Rudolf Giger inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, das war ein Künstler aus Basel, der ist übrigens schon 2014 gestorben. Und dieser Künstler hat bereits schon die Alien-Figuren für Alien 3 entworfen. Da hat das Spiel auch nur einen Singleplayer, also mit euren Freunden könnt ihr das nicht zusammenspielen. Und das Ganze ist jetzt nicht nur reines Shooten, sondern ihr müsst da auch einige Rätsel lösen. Der aktuelle Release-Termin ist jetzt im Oktober 2022. Das Spiel ist auf jeden Fall äußerst düster und vor allem auch rätselhaft. Ich bin mal gespannt, was da im Endeffekt rauskommt, und ich zeige euch am besten jetzt mal die Soundkulisse.
Jetzt geht es weiter mit Platz 2 und wer hat sich schon denken können, dass es natürlich auch mit dabei ist, das Spiel, und zwar Ark Raiders. Und das Interessante hierbei ist, dass es sich dabei um ehemalige DICE-Mitarbeiter handelt. Die haben jetzt das Embarrassed Studio gegründet und wollen jetzt Ark Raiders kostenlos im Jahre 2022 releasen. Der genaue Termin steht jetzt zwar noch nicht fest, aber ich finde das auf jeden Fall äußerst interessant. So, was kann man jetzt noch zum Spiel sagen? Und zwar, ich spiele dort in einer offenen Welt gegen PvE-Monster gemeinsam mit Freunden, ne? Das Ganze ist aber so eingestellt, dass ihr jetzt nicht First Person habt, sondern Third Person. Es kann natürlich sein, dass sie das vielleicht noch zum Release ändern wollen, aber der aktuelle Stand ist jetzt so, dass es halt nur Third Person hat. Bei den Feinden handelt es sich um Roboter. Ich wollte euch gerade noch Gameplay zeigen, aber leider ist das Copyright geschützt. Deswegen kann ich jetzt nur noch das Ende zeigen. Enlist. Resist. Jetzt kommen wir zu Number Uno und zwar Atomic Heart. Ich finde, das Spiel erinnert mich ein bisschen an Half-Life. Ihr könnt ja mal einen Kommentar dazu schreiben. Und das Lustigste ist, jetzt gab es sogar noch einen neuen Trailer, den schauen wir uns später noch gleich noch an. Es handelt sich bei diesem Spiel um einen FPS-Shooter mit Rollspielelementen. Das Besondere ist, dass ihr einmal Nahkampfwaffen einsetzen könnt und es gibt auch Schusswaffen, aber die sind äußerst begrenzt, weil euch halt wenig Munition zur Verfügung steht. Deswegen gibt es auch eine Schleichoption. Das Spiel wird von dem Programmierstudio Mundfisch in Russland programmiert und es basiert dabei auf der Unreal Engine 4. Zum Release-Termin, da wurde jetzt sogar noch mal ein Update gebracht, da schauen wir gleich mal rein. Und es ist leider nur im Singleplayer verfügbar, also ihr könnt das nicht mit euren Freunden zusammenspielen. Atomic Heart spielt in einer alternativen Realität in der Sowjetunion im Jahre 1955, wo es bereits das Internet, Roboter und Hologramme gegeben hat. Der Hauptdarsteller ist ein KGB-Spezialist mit dem Namen P3 und ihr untersucht jetzt eine Produktionsanlage, die verstummt ist. Denn dort sind die Maschinen völlig abtrünnig geworden und versuchen jetzt eigene Experimente durchzuführen. Im neuesten Trailer wird jetzt ganz am Ende ein Hinweis gegeben, wenn denn jetzt Atomic Heart genau erscheint. Und zwar steht dort am Ende BER. Und ich gehe mal davon aus, dass die damit den englischen Monat meinen. Und wenn man sich jetzt mal die Monate auf Englisch anschaut, da gibt es nicht so viele, wo das sein könnte. Und zwar, das kann jetzt September sein, November oder Dezember. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die sogar den September meinen, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Jetzt schauen wir uns noch den neuen Trailer zu Atomic Heart an, der jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurde. Und dann melde ich mich nochmal ganz kurz zurück. Хотите получить возможности гения или управлять роботами силой мысли? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, и вы... Человек будущего! В комплексе ходит человек, он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Шансов ноль! Стань частью коллектива и обрети сверхвозможности! Солдат, поднимайся. Очнись. Как ты? В норме. Вставай. Выучить китайский язык за 5 минут. Стать доктором квантовой физики за 1 час. С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11.47. Рот, заткнись! Да какого хрена? Я вам всем должен здесь верить! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Хрень здесь происходит. Роботы вышли из-под контроля. Они убивают всех, как вы видите. Мы знаем, чьих это рук дело. Ты должен прекратить этот кошмар сейчас. Человечество обречено на вечное рабство. Через твой свет его уже будут не остановить. Не доверяй ему. Твою мать, я уже не знаю, кому ты по всем можешь доверять! У тебя есть 2 дня. Сынок, не подведи меня. Dann gab es noch eine ganz interessante Information und zwar Crytek hat jetzt erst kürzlich am 26. Januar
den neuen Crysis-Titel angekündigt, und zwar soll das Crysis 4 sein. Ob das dann letztendlich wirklich Crysis 4 heißt oder doch nochmal ein bisschen umbenannt wird, ist noch nicht ganz klar. Und es ist vor allem auch noch nicht klar, ob das noch in diesem Jahr erscheint. Deswegen habe ich das jetzt hier nur mal als Bonus am Ende mit rangehangen. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar zu den ganzen Videos schreiben. Was hat euch am besten gefallen? Und vor allem, was werdet ihr euch eventuell sogar kaufen? Okay, bis zum nächsten Battlefield-Video oder COD-Video oder bis zum nächsten FPS-Video. Euer Goldpriester.